Ja, dann kleiner Mann, habe ich hier mal einen Coupon für dich oder einen ganzen Haufen. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Ja, also vielleicht nach. Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Boah. Ja, und da hat man jetzt erkannt, was das gebracht hat, dass wir die eine Katze eingeschläfert haben und die andere Frankierung schneller gemacht wird haben. gescannt. Fehler, Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke die Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Wie mies. Und jetzt hat man auch gesehen, was das gebracht hat, dass wir die kleine Taube da in das große Ding reingepackt haben. Weil, indem wir die Katzen schneller und langsam gemacht haben, wird das doppelt überfrankiert. Jetzt kommt Folie rein, dass das Paket das Gewicht hat der höchsten Stufe. Deswegen haben wir auch die kleinste Taube in die höchste Stufe gesetzt, damit wir hier die Knickerfolie haben. Denn das Paket ja zu schwer war. Genau, und der Roboter hat uns ja gesagt, er steht auf Knickerfolie. Deswegen werden wir jetzt einfach mal... Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Meine Mutter liebt sie ungemein, ey. Die ist, wenn mein Vater aus der Arbeit Knickerfolie mitbringt, die hat mich teilweise genervt, als ich noch zu Hause gewohnt hat. War dann abends, als wir, da lief glaube ich noch 24 im Fernsehen, hat sie beim 24 immer geknickert. Boah, ich wäre fast ausgeflippt, ey. Gehen wir mal hin. Macht aber auch Spaß, das Knickern. Knick. Knick. He, he. Knick, knicke die Knick. Oh yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ich würde sagen, gehen wir nochmal rein, wa? Ja. Oh je, der geht voll ab. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir den jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, können wir hier ein paar Sachen machen. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Komm, einstellen. Eine für sofort und eine für unterwegs. So, da haben wir das schon mal gemacht. Schublade machen wir wieder zu, weil wenn er noch wieder normal ist, braucht er ja nicht merken. Zwei Ersatzkatzen. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Das ist ja wie bei uns. Nicht mit dem Kabel spielen. Ach ja. So, jetzt haben wir hier noch. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. So, das nehmen wir mit. Jetzt haben wir hier ein Ziffernbrett. Das brauchen wir aber noch nicht. Wir nehmen nämlich jetzt den Zettel. Wir machen das zu. Und mit dem Zettel kann man hier die Zahlen gucken. So. Jetzt müssen wir eben gucken. Wie war das? Da 3. Die erste Zahl von dem ersten ist die 3. Ja.
Die dritte Zahl vom zweiten, 3, 6. Die zweite Zahl von dem dritten ist 3, 6, 4. Und die dritte Zahl ist 3, 6, 4, 9. Richtig? Ja. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Machen wir mal. 3. 6. 4. 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Der ist so beschränkt, der Punkt. Ja, das war echt ein Krampf, das herauszufinden, wie das funktioniert. Wir haben das auch probiert beim ersten Mal hier mit dem Zettel. Ach, der Zettel ist jetzt weg. Mit dem Zettel hier dran und haben dann erst gar nicht gerafft, was sie von uns wollten, bis die Frau dann drauf gekommen ist. Ja. Also, die ist teilweise bei solchen Sachen echt schlau. Und deswegen spiele ich das auch lieber zu zweit, solche Point-and-Click-Adventures, wenn man sie noch nicht kennt. Weil da kann man dann zusammen rätseln. Alleine ist das ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber es macht halt zu zwei, macht's halt mehr Spaß, das Rätseln. Und man kommt etwas schneller weiter, weil zwei Hirnchen sind wohl doch besser wie eins. Hirnchen? Hä? Hirnchen? Ja, bei dir ist ja nur Erdnussgröße. So, jetzt können wir uns hier... Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Dann können wir den ja schon mal einstecken, weil den brauchen wir gleich auch. So, dann würde ich sagen, war es das hier schon, weil noch haben wir die Kopfhörer nicht. Müssen erstmal wieder raus. Gehen wir erstmal zum Rathauseingang. So, womit fangen wir denn am besten an? Ins Büro. Genau, gehen wir erstmal ins Büro und fangen mal mit... Ach komm, wir fangen mit was Lustigem an. Nehmen wir den Vogel, packen den mal auf die Gegensprechanlage. Gleich wird's wieder laut. Esther, bitte! Esther, bitte! Esther, bitte! So, und jetzt zeige ich euch mal, was Esther, wir damit bewirkt haben. Jetzt haut er immer drauf, der schreit hier rum wie blöd. Esther, bitte! Esther, bitte! Wir sind grausam. Esther, bitte! Jetzt haben wir nämlich hier schon mal etwas bewirkt. Esther, bitte! Der sieht Esther, schon, bitte! Der sieht schon gar nicht mehr so Esther, zufrieden bitte! Aus. Komm, wir quatschen Esther, ihn mal an. Hey, huhu, Esther, hallo. Hm? Ach du Esther, schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Esther, bitte! Was macht die Arbeit? Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Bitte. Irgendjemand belegt hier ständig Esther, eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Esther, bitte! Esther, bitte! Esther, bitte! Wirst du nicht mal müde? Nein, Esther, ah, heute ist schon mehr los als sonst. Esther, bitte. Aber solange es nur die eine Leitung Esther, ist, auf der Endlosgespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ja, wart's mal ab. Bald nicht mehr. Esther, bitte! Esther, bitte! Ich geh dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. So, der schreit da immer noch durchs erste Röhrchen. So langsam kommt er ins Schwitzen. So langsam kommt er ins Schwitzen. So, dann gehen wir wieder raus und versuchen mal noch eine Leitung zu belegen. Und dazu werde ich jetzt erstmal noch einen Zwischenschritt einleiten. Hier schreit er jetzt die ganze Zeit rum. Was dann auf Dauer ziemlich nervig ist. Das hört man da auch noch. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Oh Gott sei Dank. Denn jetzt müssen wir nämlich mal einmal in Tonis Laden für den Zwischenschritt. Und da werden wir dann erstmal was platzieren, weil wir haben ja in einem früheren Part gesehen, dass da irgendwie eine Vogelstange bei Toni steht. Ja. Und da platzieren wir jetzt wahrscheinlich diesen komischen Papagei drauf. Genau. So, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Papageilo, einmal auf die Stange bitte. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir.
Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. So, das war der erste Zwischenschritt. Den lassen wir jetzt ein bisschen bei Toni. Und wir werden nochmal zurück ins Bürgermeisterzimmer gehen. Denn oh, da ja. haben wir noch etwas zu machen. Oh ja. Wo ist Rufus? Hallo? Rufus? Ach, der versteckt sich da unten. Er läuft. Ja, jetzt läuft er wieder, nachdem ich gedrückt habe. Achso. Ja, der stoppt immer nach jedem Bild, was er da verlässt und reingeht. Wobei das ja eben eigentlich kein Bild war, das war ja nur so ein Übergang. Zeig da mal mit dem Finger drauf, die Zuschauer sehen das gar nicht, wo ich hinzeige. Nächster bitte! Ja, Dotti, Lotti ist bald heiser, hoffe ich. Nächster bitte! Lotti Karotti. So, Nächster auf dem Zimmer. Und da haben Nächster wir ja noch bitte. Hier diesen Fernschreiber. Und dafür Nächster haben wir jetzt bitte. Eine der Katzen, die wir da einfach mal draufsetzen. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Jetzt kann ich da auch nichts mehr machen. Doch, da könnte ich noch. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir doch mal unseren Freund da oben wie nochmal und gucken, wie es denn jetzt so geht, wo zwei Leitungen besetzt sind. So, auf da. Esther, bitte! Esther, bitte! Zwei Leitungen haben wir hier schon. Es kommt aus zwei Leitungen schon raus. Gucken wir ihn nochmal an. So langsam kommt er ins Schwitzen. Ach, das haben wir, hat er gerade schon gehört. Mal gucken. Hey, Buhu! Hallo! Esther, bitte! Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Guckt so glücklich. Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf die Waffung zu stellen, dann ich durch. Das ist mal sicher. Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben, so langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, ist bei mir der Sack zu. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Aber wir sind so grausam. Beziehungsweise Rufus ist so grausam. Aber geil. Wollen wir das jetzt Papagei holen und auf die... Genau, ich würde mal sagen, dass der Papagei jetzt genug zugelabert wurde von Toni, dass wir den jetzt erstmal uns wiederholen. Dass wir ihn jetzt erstmal vor Toni befreien. So, komm mal her. Ach ja. Im Moment geht's recht schnell voran. Also wenn man weiß, was man alles braucht, mit dem, was man kombinieren muss und sowas, dann geht's. Aber ich freue mich schon richtig auf den Chaos auf Deponia. Weil das kennen wir noch nicht. Ja. Da wird's dann noch ein bisschen interessanter, auch für die Zuschauer. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, hallo, Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Ja, und dann würde ich sagen, klaune ihr dann auch einfach mal den Papagei. Ne, das Gute halt bei diesem Let's Play ist halt, die Zuschauer können es halt nutzen als Walkthrough oder als Komplettlösung, weil es geht ja alles relativ schnell vonstatten. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Ah. Alles Lügen. Wie geil. Alles Lügen. Sagt der jetzt was? Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Ah, okay, der sagt nichts.
Na gut, und ihr könnt euch sicherlich denken, was wir jetzt damit vorhaben, denn wir haben in einem der anderen Parts hier eine Sprechanlage gefunden. Gesehen. Notrufsäule. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Ja, und das werden wir auch auf jeden Fall jetzt dann als nächstes tun. Also in der nächsten Folge morgen.